Korkbeliebe und Enz, also heiß geräucherte Schweinebauchwürfel, sind inzwischen zu einem Barbecue-Klassiker geworden. Wir machen sie heute auf der Weberkugel. Was man dazu braucht und wie das Ganze funktioniert, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu gar.tv. Für unsere Pork Belly Burnt Ends benötigen wir natürlich Schweinebauch. Den kann man natürlich am Stück kaufen und sich dann zurechtschneiden. Ich probiere heute mal eine einfache Variante aus. Und zwar habe ich mir hier in Kroatien im Supermarkt so Schweinebauchspieße besorgt. Die bestehen eigentlich schon aus aneinandergereihten Würfeln. Ich schneide sie mir gegebenenfalls nachher noch ein bisschen zurecht. Könnte natürlich sein, dass die dann ein bisschen zu klein werden, aber wir werden sehen, wie es funktioniert. Zum Würzen brauchen wir noch einen Barbecue Rub. Ich nehme hier so einen Magic Dust Rub. Ihr könnt natürlich nehmen, was euch persönlich am besten schmeckt. Bevor es aber ans Würzen geht, holen wir jetzt erstmal unseren Schweinebauch aus der Verpackung, entfernen die Holzspieße und schneiden uns das Fleisch in etwa gleich große Würfel. Die Würfel sammeln wir in einem geeigneten Gefäß und würzen sie ordentlich mit dem Barbecue Rub ein. Anschließend kommt unser Fleisch für mehrere Stunden oder am besten gleich über Nacht zum Ziehen in den Kühlschrank. Jetzt geht es an das Vorbereiten des Wassersmokers. Der ist bereits mit Briketts gefüllt. In die Mitte geben wir jetzt einige durchgeglühte Briketts, sodass sich die Glut hier langsam nach und nach im Smoker ausbreiten kann. Zum Räuchern verwende ich heute Olivenholz Räucherchips von Smoky Olive Wood. Die verteile ich jetzt hier möglichst gleichmäßig auf den Briketts. Die Wasserschale fülle ich hier schon mal mit heißem Wasser. Das erleichtert hinterher das Einriegeln des Smokers, da wir nicht noch zusätzliche Energie zum Aufheizen des Wassers aufwenden müssen. Der Smoker wird nun auf 120 Grad eingeriegelt und anschließend kommt die Schale mit den Schweinebauchwürfeln offen in den Garraum. Hier wegen Problemen mit der Kamera jetzt leider nicht zu sehen und wird nun für gute 2 Stunden geräuchert. Damit ist es Zeit fürs Grillbier. Heute gibt es ein Vukovar Skodomace, ein schönes süffiges Helles aus Vukovar. Živeli, zum Wohl! Nach gut 2 Stunden schauen wir mal, was unser Schweinebauch macht. Und siehe da, der hat schon mal schön Farbe angenommen. Und bevor uns die Würfel jetzt hier verbrennen, starten wir die Phase 2. Dazu brauchen wir etwas braunen Zucker, Honig und Butter. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer am Ende des Videos und in der Videobeschreibung. Die Barbecue-Soße, die jetzt hier schon zu sehen ist, kommt erst später zum Einsatz. Nun geben wir diese Zutaten nacheinander hinzu. Als erstes den Zucker. Dann den Honig. Und schließlich die Butter. Ihr seht schon, dieses Gericht wird nicht zwingend auf jedem Diätplan vorkommen. Das ist hier und heute aber auch gar nicht der Anspruch. Schmecken tut's allemal und sowas isst man ja schließlich auch nicht jede Woche. Als nächstes decken wir die Schale mit Alufolie ab, verschließen das Ganze ordentlich und lassen unser Fleisch darin nun für 90 Minuten dämpfen, ähnlich wie man es auch von den 321 Ribs kennt. Wenn die 90 Minuten Dämpfen vorbei sind, ziehen wir mal die Folie ab. Der Duft, der jetzt da aus der Schale rauskommt, ist sensationell. Und im letzten Schritt lassen wir unsere Pork Belly Burnt Ends dann mit Barbecue-Soße noch schön einreduzieren und karamellisieren. Leider gab es auch hier wieder Kameraprobleme, bis sie dann am Ende ungefähr so aussehen. Kleines Fazit noch zu den Schweinebauchspießen. Die Würfel daraus waren, wie man hier auch sehen kann, dann doch etwas klein. Nehmt also lieber Schweinebauch am Stück und schneidet euch daraus Würfel von etwa 3 cm Kantenlänge. Lecker waren diese Pork Belly Burnt Ends aber allemal. Wie schon gesagt, nichts für die schlanke Linie, dafür aber für die Seele. Einfach nur mit Brot oder auf einem Burger Bun oder auch wie hier zu sehen mal asiatisch mit Reis, Sesam und Frühlingszwiebeln. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Probiert das Ganze mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch bei Facebook und Instagram und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.